So, hallo. Wir wollen jetzt einmal schnell ausrechnen, wie man einen Winkel zwischen zwei Vektoren berechnen kann. Stellt euch vor, ihr habt einen Winkel, ja, ihr habt zwei Vektoren. Sagen wir mal den Vektor, hier den Schnittpunkt zwischen den beiden Vektoren und ihr habt hier den Winkel, den Schnittpunkt. Vom Schnittpunkt zum A und ihr habt hier einen zweiten Vektor vom Schnittpunkt zu A' und dann habt ihr natürlich hier in der Mitte einen Winkel. Aber wie groß ist denn dieser Winkel jetzt genau? Das könnt ihr ausrechnen. Da müssen wir zuerst einmal die Vektoren ausrechnen und das machen wir am besten anhand von einem kleinen Beispiel. Ja? Sagen wir mal, der S soll sein minus 1 und minus 2. Ja, kann man es gut lesen? Ich glaube ja. Der A soll zum Beispiel sein minus 3 und 0. Und der A' soll zum Beispiel sein 1, 0. So. Jetzt müssen wir erstmal natürlich die Vektoren überhaupt mal ausrechnen. Ja? Also zum Beispiel der Vektor SA lässt sich dann ausrechnen, indem wir minus 3, 0 und den S von abziehen, minus 1, minus 2 und auf was für einen, also ich ziehe von diesem Punkt den Punkt hier ab und komme so auf meinen Vektor und was habe ich dann? Dann habe ich hier Minus, weil Minus gibt Plus, dann komme ich auf Minus 2, Minus 2 mal Minus 2 gibt Plus 2, komme ich auf Minus 2 plus 2. So, das ist mein erster Vektor. Jetzt kommt der zweite Vektor dran. Jetzt rechnen wir den Winkel S A' wollen wir ausrechnen. Da nehme ich, fange ich jetzt beim A' an, habe hier 1, 0 und ziehe davon wieder meinen Schnittpunkt hier ab, also minus 1, minus 2 und komme dann auf einen Vektor 1, minus, mal minus gibt plus von 2 und auch hier 2. Also, das ist jetzt mein neuer Vektor. 2, also ich kann auch sagen A oder B, ist gerade egal. Und jetzt möchte ich den Winkel zwischen diesen beiden Vektoren einmal ausrechnen und dann nehme ich das folgende Gesetz: Cosinus Alpha ist gleich hier das. Jetzt kommt, Achtung, aufgepasst, ich habe euch in der letzten Lektion dargestellt, es gibt verschiedene Multiplikationen bei Vektoren und wir wollen jetzt hier das sogenannte Skalarprodukt einsetzen. Das heißt, Moment, ich mache vielleicht mal ein bisschen mehr, ich gehe vielleicht mal ein bisschen weiter runter, dann können wir es besser lesen. Also, Cosinus Alpha soll sein das Skalarprodukt aus SA mal SA', also das hier ist das sogenannte Skalarprodukt und wir teilen das durch die Beträge von SA mal SA'. Das sind ja, diese Beträge sind ja ganz normale Zahlen. Und auch hier müsst ihr natürlich wissen, wie rechnet man einen Betrag aus einem Vektor aus. Ja, haben wir schon oft gemacht. Solltet ihr langsam können. So. Dann machen wir das mal. Dann kommt hier raus
Ich rechne hier einmal. Ich schreibe es vielleicht nochmal hin. Ich kann auch nochmal eine andere Farbe nehmen. Dann wird es nicht so durcheinander. Wir haben minus 2, 2 mal 2, 2. Und bei den Beträgen, das war das mit der Wurzel. Wurzel 2 Quadrat plus Wurzel 2 Quadrat und nochmal Wurzel 2 Quadrat und Wurzel 2 Quadrat, haben wir Wurzel 8 mal Wurzel 8. Und das kann man jetzt recht schnell hinschreiben. Da haben wir hier 2 mal minus 2 ist 4, plus 2 mal 2 ist 4, minus 4 plus 4 durch Wurzel 8 mal Wurzel 8. Ist natürlich wieder 8 und dann haben wir 8 durch 8 beziehungsweise minus 4 plus 4 haben wir 0 durch 8 und 0 durch 8 ist 0. Das heißt, der Cosinus Alpha von 0, was heißt das? Die Vektoren, die stehen im Prinzip senkrecht aufeinander. 90 Grad.